Okay, Leute. Mit Kräften wie deine. Nicht mehr von diesen komischen Zipfelmistgeburten da. Da kommen noch mehr. Jeder ist ein Geschenk, Roxas. Hol alle Herzen aus dem heraus. Wie alle Herzen, da ist immer nur ein Herz drin. Ach so, das mit Ketten. Ja, ich hab's verstanden. Kommt das jetzt mit Absicht, dass da so viel Items jetzt rauskommen, oder? Als ich das normal durchgezockt habe, kam nur ein Item oder so. Ich kann's halt. Wartet. Okay, kleine Störung gerade, aber es geht wieder. Hervorragend, Roxas, deine Arbeit ist für heute erledigt. Ich bin begeistert. Wo guckt er hin? Dieses Schlüsselschwert, was ich mit solch einer Macht alles tun könnte. Hat er auf seinen Arsch gebürstet oder auf das Schlüsselschwert? Konnte man gar nicht so richtig erkennen. Ich habe hohe Erwartungen an dich, Roxas. Wir alle. Besiege die Herzlosen, Hilfe der Organisation, ihr nobles Ziel zu erreichen. Okay. Wollen wir dann zum Schloss zurückkehren? Okay, habe ich noch. Kann ich noch irgendwo raus? Irgendwas untersuchen? Untersuchen? Nichts untersuchen? Okay. Ach ja, er kann noch nicht das machen, was ich will. Er lernt ja später die Ability. Ja. Und wir haben die Mission auch geschafft. Und die Parts werden ein bisschen länger sein, weil anscheinend ist es nicht so viel MB. Und so fand ich das Ziel der Organisation heraus. Sie sammelten diese Dinge. Diese Herzen. Ich wusste nicht, was Herzen waren und was sie bedeuteten. Aber wenigstens kannte ich meine Rolle. Unvollständig. Geht klar. Der chillt so beim Gehen. Guten Morgen, Roxas. Ich begleite dich heute auf deiner Mission. Ich bin soweit. Kümmere dich um alles, was du brauchst. Und melde dich dann bei Sex. Du bist sowieso tot, bald. Also, was man schon sagen kann. Das hier spielt vor Chain of Memories. Kurz vor Chain of Memories. Ja, kurz bevor... was für einen Rang habe ich eigentlich? Das muss ich jetzt mal sehen. Ich habe keinen Rang? Okay. Schade. Okay, das waren die Abilities. Okay, momentan habe ich keinen Rang. Da ist Malusia. Was ist los mit ihm? Die Macht des Schlüsselschwertträgers. Faszinierend. Hättest du wohl auch gerne, oder? Ach, der ist stark, aber ruhig. Stand ja auch in der Beschreibung, also beim Opening. Wenn du mit deinen Vorbereitungen fertig bist, melde dich bei Sex, nicht bei mir. Ist ja Vorbereitung. Ich kann mich sowieso nicht vorbereiten momentan. Ich kann nur speichern. Aber das werde ich auch machen. So. Yeah, 288 Geld und so. Ich glaube, die Parts werden irgendwie 25 Minuten lang dauern. Bereit zum Aufbau? Okay. Oder sehen wir mal, wie lange ich die machen will. Oder wie lange ich Bock habe, ein paar zu machen. Ach, hier erklärt er mir jetzt von den Bonus oder so Belohnung, wenn man mehr Arbeit macht. Heute lautet deine Mission, eine bestimmte Anzahl von Herzlosen auszuschalten. Als Organisationsmitglied kannst du auf unterschiedliche Missionen geschickt werden. Aber unabhängig von den Missionszielen ist dein Hauptziel weiter gültig. Du und das Schlüsselschwert dienen uns am besten, indem ihr Herzen sammelt. Ich soll also auch herzlos ausschalten, wenn meine Mission eigentlich anders lautet? Richtig. Ganz genau, heute stimmen diese Ziele aber glücklicherweise überein. Ja, das zeigt uns an. Ja, diese Punkte zeigen uns, wo Herzlose sind. Ich laufe hier gerade richtig langsam. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Okay, was kommt denn jetzt?
Okay, den haben wir dann auch. Irgendwie kommt es mir langsam vor. Es ist auch langsam bestimmt. Ich verstehe jetzt nicht, warum es gerade jetzt so langsam ist. Okay, angegriffen. Gut, gut, gut. Mondstein. Achso, es ist immer langsam, wenn da Gegner sind. Verstehe. Ich verstehe langsam das Prinzip. Ich habe noch nicht gelernt zu blocken, oder? Okay, ich habe da einen Schatz im Deck. Okay, wo sind noch mehr Herzlose? Ist das einer? Ja, das ist einer. Das sah irgendwie komisch aus, deswegen habe ich mich gerade so gewundert. Okay, jetzt kommt eine kleine Erklärung. Alles erledigt, ich habe so viele Herzen besiegt, wie du gesagt hast. Jetzt kehren wir zum Schloss zurück, oder? Jetzt schon? Wenn ich du wäre, würde ich mir etwas mehr Mühe geben. Aber ich habe keine Lust mehr. Ja, ja, du hast deine Mission erledigt, aber... Wie du siehst, treiben sich immer noch Herzlose herum. Du musst sie nicht alle besiegen, du hast die Wahl. So wie ich dich nicht zu respektieren brauche, wenn du dich einfach zurückschleichst, obwohl es noch Arbeit gibt. Und wenn dich das nicht überzeugt, denk daran, dass die Organisation extra Einsatz belohnt. Ja, okay, du musst mich nicht respektieren. Schon wieder so langsam Rückkehr erlaubt. Okay, dann haben wir das auch. Ich glaube, ich werde noch gleich einen Test machen. Wieso ist es gerade so langsam? Kacke. Hier ist eine Truhe, die einzige Truhe. Eine Potion, okay. So, so. So und so. Hallo, stirbst du? Hat er gerade mit seinem Buch auf ihn geschlagen, oder wie? So, das kommt. Diese Slowdowns kommen nur. Wenn da sehr viele. Wenn da Gegner in der Nähe sind, glaube ich. Ja, jetzt läuft es irgendwie flüssig. Jetzt auch wieder flüssig. Ich glaube, nur weil der Anfang läuft das irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung warum. Okay, dann haben wir das auch. Na, jetzt auf einmal läuft alles wieder flüssig. Okay, geht klar. Und diese Slowdowns ist ja nicht so schlimm. So. Der letzte von denen. Ja, der letzte. Ich dachte schon, ich fall jetzt runter. Und wir haben es erledigt. Viel besser. Ich vertraue darauf, dass du dir bei deiner Mission genauso viel Mühe gibst. Klar doch. Okay, jetzt ist die Mission abgeschlossen. Hast du Fragen? Ja, was ist Kingdom Hearts? Malusha meinte, es wäre eine Art Kraft. Ja. Und wenn ich Herzlose besiege, tauchen die Herzen auf und werden Teil von Kingdom Hearts, richtig? Aber wo liegt der Sinn? Kingdom Hearts wird uns vervollständigen. Das ist das Ziel der Organisation. Vervollständigen wie? Roxas, du und ich und sämtliche Mitglieder der Organisation sind sogenannte Niemande. Was für ein unschönes Wort. Mit großen N, das ist ein Name für die, denen etwas Wichtiges fehlt. Ein Herz. Ich habe kein Herz? Genau, wie wir hast du die Welt ohne eins betreten, aber du kannst uns helfen, eins zu erlangen. Kingdom Hearts besteht aus dem, was uns fehlt. Herzen. Es kann uns vervollständigen. Beginnst du langsam zu verstehen, warum du so wichtig bist? Jeder von uns erfüllt in der Organisation eine entscheidende Funktion. Deine besteht darin, Herzen zu sammeln. Ja, ich verstehe. Ich hoffe nur, wir können uns auch darauf verlassen, dass du das selbst erledigst.
Okay. Noch weitere Fragen? Nein, tut mir leid. Dann sollten wir zurück zu kommen. Komm. Ich habe es heute auch wieder mit dem Lesen. Okay, danke schön. Und ich war ein Niemand. Ich war nicht. Genau wie die anderen kam ich, ohne ein Herz auf die Welt. Würde es einen Unterschied machen, wenn ich ein Herz hätte? Wäre ich dann ein Jemand? Weiß nicht. Das Schlüsselschwert. Der Chillergänger hier. Sex. Hat er keine Augen? Roxas, heute ist Laxin deine Partnerin, verdammt. Laxin? Okay, die ist schon abgehauen. Musikbar ist da und Schild. Sieh schon los, triffst sie am Einsatzort? Oh, in Ordnung. Diesmal sollst du anstelle des Schlüsselschwertes Magie anwenden. Magie? Ich beherrsche Magie? Nur wenn du dich dann damit ausrüstest. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Und ich höre schon wieder das Telefon. Okay, jetzt werden wir kurz erklärt mit den Tafeln. Okay, jetzt mache ich das jetzt Tafeln. Ja, diese Erklärung brauche ich jetzt nicht zu zeigen. Okay, jetzt haben wir zum Beispiel Feuer. Das können wir jetzt hier reinmachen. Damit können wir jetzt Feuerzauber machen. So, und wir haben ja auch Potion. Das können wir jetzt auch ausrüsten und machen. Okay, damit haben wir das auch. Jetzt haben wir die Fähigkeit, Feuer zu benutzen. Speichern. Wieso diese Slowdowns kam, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich find's nicht schlimm. Hihi, interessant. So viel zu inspizieren. Zu sezieren. Was willst du sezieren, Mann? Übe, damit du nicht nützlich machen kannst. Geht klar. Für die heutige Mission brauchst du Magie. Bereits mal auf. Okay. Twilight Town. Hey. Und gleich hinter mir ist Laxin. Oh, ich mag die nicht, aber die ist auch die einzige Frau hier. Nach Nummer 14. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass du kommst. Hi. Ach, schlimmer geht's nicht. Warum muss ich mit dir auf diese blöde Babymission? Leite ich vielleicht einen Kindergarten? Du wärst längst gefeuert worden. Lass das Demix erledigen, sonst ist der zu nichts gebrochen. Da hat er recht. Da hat sie recht. Was? Hast du etwas zu sagen? Nein. Ohne das Schlüsselschwert wärst du gar nichts. Oho, ich habe eine Idee. Oh je, er ahnt schon. Du kannst die heutige Mission ohne dein Schlüsselschwert erledigen. Was? Wieso? Weil ich es sage, Zeit hat doch gesagt, du sollst heute Magie trainieren, oder? Jetzt heißt schwimmen oder untergehen. Wohl eher untergehen, ich weiß nicht, wie man Magie anwendet. Wenn du weiterhin mit diesem übergroßen Schlüsselschwert rumfuchtest, lernst du das nie. Ja, aber... Ach, diese Pflanzen. Ah, perfekt, da ist ein Herzloser. Mach schon, erledigen, aber du musst Magie anwenden. Ich sehe von hier aus zu. Danke. Okay, komm, gleiche kurze Erklärung. Okay. Verdammt. Konnte ich wieder auf die untere Reihe. Wie konnte ich wieder Magie anwenden? Verdammt, ich hab's verkackt. Ach so. Du bist tot hier. So funktioniert das. Okay. Oho, da kommen noch mehr. Mach weiter so. Mach sie nieder.
bei der Nintendo verbringen wir hier den ganzen Monat. Los, diesmal kannst du das Schlüsselschwert benutzen. Warte, was ist mit dem Magieunterricht? Willst du diese schreckliche Mission jetzt abschließen oder nicht? Los jetzt! Wenn du schon so nett fragst. Ach, und falls du die Heilung benötigst, heil dich selber. Ah, da kommt jetzt die kleine Erklärung mit Potions, oder? Ja, sagt er doch. Ja, das kann ich später alles machen. Die Pflanzen haben wir getötet. Für die Items und weg mit dir. Wo kam der Blitz denn? Und bist jetzt zufrieden, Schlampe? Puh, wird doch langsam Zeit. Schlimmste Mission aller Zeiten. Wenn du unser großer Schlüsselschwertmeister bist, dann haben wir ein echtes Problem. Mann, kannst du nicht mal deinen Mund aufmachen? Roxa sagt was. Reiß dich zusammen oder Kingdom Hearts wird niemals komplett. Es sei denn, wir finden jemand anderen für das Schlüsselschwert. Was? Es gibt einen anderen? Geht dich nichts an. Kümmere dich darum, Herzlose zu besiegen und Herzen für uns zu sammeln. Vielleicht wirst du ja eines Tages wenigstens mittelmäßig dran sein. Sei froh, dass ihr wenigstens einen habt. Gehen wir, bevor mir noch deinetwegen sämtliche Gehirnzellen absterben. Diese behindert, soll doch froh sein, dass ich da bin, hallo? Ich bin ja der Einzige in der Organisation, der jetzt in Herzen sammeln kann, aber... Ja, bei deinem Tempo. Ohne mich könnt ihr gar keine Herzen sammeln, also haltet die Fressen hier. Also eher sie. Okay, Analyse haben wir gelernt. Oder als Ability bekommen. Vielleicht mal ausrüsten. Sie sagten, mein Schlüsselschwert befreit Herzen, aber warum habe ich es? Woher weiß ich, wie man damit kämpft? Je mehr ich lernte, desto weniger schien ich zu wissen. Tag 12. Eine geschlossene Welt. Ach so, jetzt kommt das mit Wechseln. Ja, habe ich doch gesagt. Du gehörst heute mir, Roxas. Wie das klingt. Ja, okay. Sprich mir zeigst, wenn du fertig bist. Geht klar, Chef. Geht klar. Ach so, Kamera, ja. Und Tafeln, diese Analyse mache ich sofort rein. Damit kann ich die LP der Gegner sehen. Das ist gut. Berichte, Gegner. Okay, kein Eintrag bisher. Ist schon der hier? Nein, okay. Wer ist das nochmal? Malaxin, was willst du? Ich bin beschäftigt. Hau deinen Kopf gegen die Scheibe, oder? Was ist los mit dir, du aggressive Bitch? D-Mix, bist du heute mal nett? Mann, warum ist Laxin bloß so eine Hexe? Ja, frag mich das nicht. Hihi, da lag ich wohl wieder mal richtig. Ich verstehe auch nicht, was diese Biatch für ein Problem hat. Bestimmt wird sie von allen hier genagelt. Ist ja die einzige Frau. Gangbang. Warte, die ist die 12. 11 Mitglieder bangen sie. Roxas nicht. Er hat wenigstens Klasse. Hör mir gut zu, heute ist deine Mission, dieses Gebiet zu erforschen. Erforschen? Aber was ist mit dem Bekämpfen von Herzlosen und Sammeln von Herzen? Oh, es steckt noch viel mehr hinter der Organisation als das, Junge. Unsere Arbeit würde nur halb so glatt laufen, wenn wir nicht vorher Informationen sammeln würden. Glücklicherweise bist du in guten Händen. Ich werde dir helfen, deinen gefühllosen Geist zu beleben. Sieh dich erst einmal um und erstatte über alles ungewöhnliche Bericht. Und geh nicht, bevor nicht sorgfältig alle verfügbaren Hinweise überprüft hast. Okay. Wir sollen alles analysieren, geht klar. Hier sind lauter verschiedene Fliesen, fast wie eine Straße. Faszinierend, und? Wenn du das Offensichtliche sagst, werden wir nicht weiterkommen, geht klar. Boah, was verkaufen die hier? Das sollst du doch auswerten, du Idiot. Mach doch nicht gleich hier aggressiv, hallo?
Rubblebuff oder wie die heißen. Die geben auch keine Herzen. Die sind so ähnlich wie die Schattenlöche. Pyrosplitter und das ist tot. Okay, das zeigt bestimmt zu der Tür da vorne. Hä? Zu was dann? Ach, das ist dann jetzt. Also den Laden hier. Ich glaube, hier wird Kleidung verkauft. Glaubst du? Bist du blind? Der Laden ist doch komplett leer. Roxas, du wärst heute mal richtig gedisst. Ich glaube, hier werden Edelsteine verkauft. Das kann jeder sehen. Es geht nicht darum, nur rumzugaffen, analysiere das, was du siehst. Es gibt viele Läden. Und? Nein, das ist die falsche Antwort da unten. Es könnte das Stadtzentrum sein. Könnte. Sagst du das oder fragst du das? Roxas, du guckst, aber siehst nichts. Ich sehe Folgendes. Die gesamte Stadt wurde auf einem Berg errichtet. Deshalb sind die Straßen so steil. Auf den Bergterrassen wurden Häuser gebaut. Und auf dem Gipfel ist ein Bahnhof. Züge sehen das Hauptverkehrsmittel der Stadt. Siehst du den Uhrenturm da oben? Das ist das Bahnhofsgebäude. Aufgrund seiner Position wissen wir, dass es sich wahrscheinlich um einen Hochbahn handelt. Wie er alles analysiert hat. Und das muss die Innenstadt sein. So viele Geschäfte. Das sind bisher nur drei, aber egal. Wenn die das als sehr viele Geschäfte ansehen, okay. Was ist mit diesem Weg, den du erwähnt hast? Hier müssen die Straßenbahn fahren. Sieh einmal genau hin. Da sind Abdrücke. Riesenabdrücke. Das hast du alles jetzt gerade rausgefunden? Genau darum geht's. Ich habe nur erklärt, was ich gesehen habe. Ich muss zunächst herausfinden. Das ist der nächste Schritt. Die Analyse der gefundenen Daten. An den Bekleidungsgeschäften und Juwelieren können wir erkennen, wie die Bewohner leben. Die Stadt ist ein Abbild von ihres Lebens. Erschüttern, einfach erschüttern. Dein Kopf ist nicht gerade für sowas gemacht, nicht wahr? Aber du bist hier nicht neulich fertig. So ein Ergebnis macht mich zum Spott des ganzen Schlosses. Folge diesem Weg und erforsche den Rest der Gegend. Und bleibe bitte auf dem Weg. Auf diesem Weg findest du alles, was du wissen musst. Vorausgesetzt, du beherrschst logisches Denken. Beherrscht er es? Anscheinend schon, würde ich mal denken. Ach, jetzt muss ich auf dem Weg hier bleiben. Kein Bock. Matthias, hier ist irgendwo ein Schatz. Ich will erstmal die Schatztruhe finden, sonst vergesse ich das am Ende. Verschlossen. Du brauchst nicht jede Tür zu öffnen, aber an der wir hier vorbeikommen. Versuch daran zu denken, dass es eine geheime Operation ist. Wenn du gesehen wirst, werden sie dich unter die Lupe nehmen. Ja, warum wohl? Ja, du musst nicht gleich... Oh, Brabbelbach. Ich muss sie eigentlich gar nicht töten, aber... Ich weiß nur, als ich hier das gespielt habe, habe ich immer alles getötet, was in meine Nähe kam. So. Pyrosplitter. Noch ein Pyrosplitter? Ich wusste gar nicht, dass es die Pyrosplitter hier geben. Bögentreppen. Hier kann man sich leicht verlaufen. Leicht verlaufen? Du musst eine geistige Karte dieses Ortes erstellen. Betrachte das hier als Orientierungspunkt, als Hinweis. Okay. Und jetzt kommen noch Gegner. Da ist ein großes Loch in der Wand. Auf der anderen Seite ist ein Wald zu sehen. Wir erforschen jetzt die Stadt. Haben sie dir nichts über Barrieren gesagt? Doch, das haben sie. Also Axel haben sie. Oh. Ja, es kommen diese Slowdowns nur beim Kämpfen. Oder wenn es mehrere Gegner sind. Irgendwie merkwürdig, aber egal. Ich find's nicht so schlimm. Wenigstens kann ich kämpfen. Der Eingang ist verschlossen. Die Straße führt direkt in dieses Gebäude. Dann kannst du dir sicherlich denken, wofür der Eingang ist. Okay.
kommen hier auch. Ach, hier kommen Schatten durch, ja? So und so, weg mit euch. Ah, das ist. Okay. Das muss ich noch analysieren. Wechseln kommst du noch? Ah, da ist die Truhe. Okay. Pyrosplitter. Das konnte ich noch analysieren. Die Tür hier nicht, okay. Was kann man noch analysieren? Was kann man noch analysieren? Nicht euch. Okay, ihr seid tot. Was kann ich noch analysieren? Hallo? Hier kann ich nichts analysieren. Warte, ich sollte auf dem Weg bleiben. Okay, ich sollte alles finden, was auf dem Weg hier ist. Und? Was finde ich hier? Nichts. Hallo? Ich dachte, ich finde irgendwas noch auf dem Weg. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich hingehen muss. Unnötig, aber naja, wenn er das unbedingt sehen will. Ein unterirdisches Tunnelsystem, es ist verschlossen. Achte auf die Zahl über die Tür. Das ist die Bezeichnung dieses Tors. Da steht Nummer 4. Genau, 4, nicht 1. Das bedeutet, es gibt mehrere Tore. Jetzt stehen die ihr Leben. Wir haben die ganze Gegend abgesucht. Okay, und was hast du herausgefunden? Dass du nervst. Also in der Stadt gibt es viele Brücken und die Stadtstraßenbahn umkreist die Piazza. Und da war ein Eingang zu einer unterirdischen Passage. Aber der war verschlossen. Gab's noch mehr? Schon gut, ich will nicht, dass du dich überanstrengst. Du hast dich verbessert, auch wenn du wesentlich weniger Talent hast als ich. Du bist fertig, Junge. Kehre jetzt zum Schloss zurück. Nee, Roxas bleibt noch ein bisschen. Mit mehr Zeit hätte ich es herausfinden können. Wie hast du das gesagt? Ach, ist das so? Dann nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Aber misst dich nicht an mir. Kleine Schritte für kleine Geister. Wird erlaubt, aber nee. Ich werde noch das kurz herausfinden. Ich weiß sowieso, wo ich hingehen muss. Okay. So. Man muss kurz dahin. Jeder Eingang mit dem Tor führt in diesen Bereich. Und dann hört die Straße auf. Wir wissen, die Straße ist für die Tram. Das muss das Tramforum sein. Endlich ein Funken Verstand. Mein Training zahlt sich aus. Okay, jetzt noch ein Ort und dann haben wir das eigentlich geklärt. Komm, komm. Jetzt in die Mitte. So. Der Fleck hier ist total unauffällig und von den Gebäuden umgeben. Ist ein Fleck. Aber warum sollten sie ihn offen lassen? Es muss einen Grund dafür geben. Es wird sauber gehalten, was bedeutet, es wird genutzt. Oder benutzt. Dann müssen wir ziemlich viele Leute durchgehen. Genau, endlich ein Funken verschnappt. Wir haben alles erledigt. Und bist du zufrieden mit mir? Nicht schlecht. Endlich beginnst du das Gesamtbild zu sehen. Aber auch wenn ich dich lobe, du musst diese Dinge auf den ersten Blick sehen. Oh, okay. Du musst ein Maximum an Informationen in einem Minimum an Zeit gewinnen können. Klingt echt nach der Schule. Trödelst du so lange herum, riskierst du gesehen zu werden? Manchmal sind die Einheimischen misstrauisch. Du musst noch misstrauischer sein. Vertrau niemanden, Roxas. Vertrau niemanden. Ich verstehe.
Die heutige Mission war nur eine Übung. Ich bin zufrieden. Gehen wir zurück. Lass mich. Hab ich ihn gerade zur Seite geschubst? Ich bin ja kräftig. Ich bin kräftig. Okay, da haben wir das alles erledigt. Ich werde gleich auch einen Cut machen. 30 Minuten reicht ja. Ja. Damit ist die Mission erledigt. Irgendwelche Fragen? Wie oft muss ich sowas machen? Ja, wie oft muss er das sein? Im nächsten Part.